Ja, dann macht jemand die Toiletten sauber und ist einfach fleißig. Oder es ist doch nur ein Straßenpenner, keine Ahnung. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Sims 3 Vagabond Challenge hier. Ja, ich habe jetzt ein bisschen, habe ich letztes Mal schon erzählt, Offscreen gespielt. Letztes Mal haben wir die Folge begonnen wieder. Und wie schon letztes Mal, wir haben einen Rubin gefunden und verkauft hier im Meer. Und das wird ab sofort auch passieren. Das heißt, Edelsteine, die unter 100 kosten, werden wir verkaufen. Und ja, wir haben ein bisschen Gitarrespiel, sonst nichts. Wir haben Tauchen, Fähigkeit gelernt, Geschicklichkeit verbessert. Und ja, gut, die Neo kommt jetzt auch langsam zu uns, so wie ich das sehe. Aber erstmal müssen wir da mal. Halt, wo ist unser. Wo ist denn der Hundepark? Da. Wir müssen noch das Ding einstecken, sonst suche ich das wieder, wie so ein Besessener. Und es wird langsam nachts hier. Wir haben ja, über 2000 Simoleons und wir lassen gleich etwas mitgehen. Weil er ist ja immerhin immer noch kleptomanisch. Er ist auch ein bisschen diebisch. Bin sehr gespannt. Können wir uns ein bisschen unsere Einrichtung zurechtklauen? Oh, das Ding! Nein, Lampe. Oh! Oh! Das ist doch mal nicht schlecht. Komm, mach ich nochmal. Können wir es doch hier machen? Nee. Ein Stuhl. Oder das Domino-Ding. Ein Stuhl. Okay. Können wir das dann auch hier machen? Mal schnell. Malereifähigkeit danach. Ja, aber gut, das ist ein bisschen. Damit können wir. Ich weiß nicht, ob man damit auch Geld verdienen kann. Oh, Hundi. Neo, komm mal hier rein. Dann kannst du schon mal hier schlafen. Das ist ein bisschen. Wie kann ich hier machen? Hier schlafen. Wie ist es einfach. Okay, das war ein wunderbarer Fischfang, wie man schon sagt. Und dann kannst du gleich zu deiner Nio gehen. Wir haben gleich mal ein paar Sachen für unser Haus geklaut. Warum denn nicht? Ein Stuhl. Hier so ein Party-Ding da. Und ja. Darum habe ich gesagt, ist die Fähigkeit gar nicht schlecht, weil somit braucht man, kann man sich die Einrichtung zurecht klauen. Können wir es auch mal ausmachen? Ich weiß nicht. Das läuft die ganze Zeit und das kann man nicht ausmachen. Du gehst da jetzt nicht schwimmen, du wirst jetzt hier schön schlafen. Warte mal. Neben der Musikanlage. Und damit beginnen wir die neue Aufnahme. Vielleicht kommen auch nächsten Tag hier ein paar Leute, aber wenn es regnet sowieso nicht, aber dann gehen wir halt woanders hin. Wir haben ein paar Einrichtungsgegenstände geklaut. Oh, den Stuhl, glaube ich, haben wir auch geklaut. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Unsanft ist einfach. Ach, ja, können wir das mal. Warte mal. Das ist so nervig, dass man die Jukebox nicht ausmachen kann. So, jetzt aber. Die läuft eigentlich den ganzen Tag. Und Nacht. Entschuldigung. Ja, Freunde. Ich glaube, ich gehe wieder zum Fitnessstudio, weil da habe ich war waren sind am meisten Leute und da war am meisten Geld eigentlich verdient, muss ich sagen, bis jetzt. Da haben wir über 100 verdient, zweimal, glaube ich sogar am Anfang, ja, und das ist auch, also ich glaube, das ist unser wo wir Geld verdienen am meisten. Und da haben wir, glaube ich, sogar unsere. Nee, Ariel haben wir, glaube ich, hier kennengelernt. Oder im Stadtpark, ich weiß es nicht mehr. Aber hier haben wir sie auch getroffen. Heute ist Musetag. Genieße das schöne Wetter. Dreh ein paar Runden in den Pool oder mach einen Rundgang im Supermarkt. Musetag ist der Tag, an dem keiner arbeiten muss. Genau. Poolparty veranstalten, ich glaube nicht. Das heißt, genau, in 3 Tagen ist Herbst. Ich habe das ein bisschen zum Sommerfest gehen, das machen wir sowieso. Och, wie machen wir das denn jetzt? 700, 300, das ist ja nicht so viel. Das ist alles so viel. 300 Ariella küssen. Komm, wir müssen Ariella einladen.
Huch. Wie geht's dir soweit? Oh, du musst zerstören. Du musst zerstören. Können wir erstmal Zuneigung streicheln. Erstmal ein bisschen. Bleibst du da? Müssen wir erstmal streicheln, auch wenn du Flöhe hast. Du musst gestreichelt werden. Um ein bisschen Zuneigung, dann. So. Der Detailfächer vergessen, das machen wir sowieso, also zum Sommerfest gehen. So, das heißt, wir werden auf jeden Fall erstmal das machen. Wir laden sie gleich ein, dann gehen wir sowieso zum Sommerfest. Zum Sommerfest. Bitte sag ja. Heute ist Musik, heute musst du nicht arbeiten. Das interessiert mich gerade nicht. Du Biatsch. Es tut mir leid, was ist das denn für eine Haltung? Oh, ist gerade nicht offen. Aha. Ja, da gehe ich mal, was soll man da so sagen, ne? Da gehen wir mal zum Fitnessstudio, ne? Das ist auch scheiße, was soll denn das? Es regnet immer noch, aber ich glaube, ich halt langsam auf. Du jagst ihn nicht, du musst zerstören, das heißt, du wirst hier jetzt immer zerstören. Danke, bitteschön. Okay, und jetzt aber mal. Ja, okay, das habe ich. Ich bin manchmal ein bisschen. Naja. Vielleicht lernen wir, sehen wir sie ja da, wenn wir da hingehen. Und dann küssen wir die. Dann haben wir zwei Sachen auf einen Schlag. Wünsche sind ja jetzt nicht so wichtig in diesen Challenge, aber trotzdem. Ja, komm, 13.000. Starker Magen. Was können wir da eigentlich kaufen von? Was ist denn das Teuerste? Oh, nein, nicht so viel. Hormontherapie, na gut, das ist hartherzig. Und Tragödien lassen diese Sims völlig kalt. Wie ein, ja, ein Stahlblas. Sims mit Stahlblas müssen deutlich seltener zum schneller deutlich. Okay. Fesselnd. Immun gegen Kälte ist aber cool. Das ist eigentlich so, super. Das ist eigentlich richtig gut, wenn Winter ist. Stimmunität, Stammgast. Ich glaube, das machen wir mal. Immun gegen Kälte. Sims, die immun gegen Kälte sind, ist immer angenehm warm. Okay, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Sims kommen. Solange können wir erstmal duschen gehen hier. Und dann können wir mal das Aussehen ändern. Dachte ich mir so, jetzt noch ein paar Wochen. Die Haare werden länger oder kürzer, je nachdem. Und kann man, das kann man. Gibt es eigentlich auch sowas wie ein Umstyling-Ding hier? Würde ich nämlich dann auch gerne wie machen. Einfach so sagen, okay, er hat jetzt ein bisschen Geld. Er lässt sich jetzt hier mal ein bisschen umstylen. Das machen wir mal heute. Wenn die Möglichkeit besteht, wäre ich sehr zufrieden damit. Karaoke Bar, okay. Gibt es überhaupt keinen? Kein. Das ist aber schade. Das machen wir mal ganz kurz, weil wir sind gerade so ein. Ich möchte gerne wirklich so ein Gebäude platzieren, wo man umstylen sich kann. Wo man. Was ist das denn gerade für ein Deutsch gewesen? Wo man sich umstylen lassen kann. So rum. Gemeinschaftsgrundstück Besucher wünscht. Okay, hier gibt es einige Sachen, aber die interessieren mich alle gar nicht. Genau. Salon und Tattoo-Studio, das war das. War da noch ein anderes oder war es nur das? Ich glaube, es gab Saloon zum Wasserlong. Da, Friseur und Tattoo-Studio. Und Friseur und Tattoo-Studio, da ist es doch. Oder das andere? Ist das auch das gleiche? Salon und Tattoo-Studio. Aber ich finde das Friseur und Tattoo-Studio noch ein bisschen besser. Wo können wir das mal platzieren?
Okay. Da passt es hin. Der einzige Ort ist da. Ja, warum nicht? Ist stadtnah, ist nicht zu weit weg. Und warum nicht? Weil ich denke, das kann man sich mal leisten. Mit 2000 Samoyons. Und dann geht's neu ran. Als Musikstar. Ich weiß nicht, hat irgendwie sowas. Ja, so ist das Leben. So, okay, das drehen wir nochmal um. Das drehen wir um. Okay, das lassen wir so. Das reicht mir schon aus. Und jetzt brauchen wir was zu essen. Normales Trinken, das kannst du gerne mal machen. Komm, es ist gleich 8 Uhr. Kommt. Jawohl. Auf zu trainieren. Hier ist jemand, wir brauchen was zu essen. Sonst verhungern wir. Ganz böse. Und das möchte niemand. Auf zum Trainieren. Du bist eigentlich fit genug. Guck mal, du hast hier. So, ein bisschen was zu essen. Erstmal Geld natürlich gucken und dann Essen schnurren. Ja, so ist es nun mal. So. Chim. Chim Chin. Waka. Walker? Pass mal auf, du. Oh Gott, jetzt kommen die ganzen. Jawohl, du gibst uns Geld, du bist cool, ich mag dich. 37, nett. Wo? Ja, auf jeden Fall sieht man, hier kann man schon gut Gitarre spielen, denn. Erstmal essen wir also, dann spielen wir ein bisschen Gitarre, sammeln ein bisschen Geld, vielleicht sogar bis 300.000. 300.000 bis 3.000. Das Kind spielt natürlich am Rechner hier. Wieder Ananas-Überraschung. Ananas-Überraschung, nee. Oh. Apropos, was ist eigentlich mit ihm? Wo bist du? Oh. Kannst du nicht sterben? Kannst du bitte nicht sterben? Danke. Halt. Ja, das ist immer mit den Hunden, ist das immer ein bisschen. Das hat natürlich die Herausforderung, dass man halt. Wo ist dein Hundekochen? So. Immer mit bei haben, sonst wird es schwierig. So, dann gehst du mal hier hin, hier am Eingang. Bonk. Danke, Bonk. Nicht aufräumen, hinstellen. Und dann spielen wir mal ein bisschen. Gehst du dahin? Und dann. Duppiduppiduppidu. So. Ihr hört auch gleich zu. Und sie auch? Nee. Mal gucken, wie viel Glück wir heute haben. Wie viel Glück haben wir heute? Und die Zeit ist um. Die brüllen wieder rum. Ja, ich glaube auch. Ob wir hier Geld verdienen werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ist halt etwas schwierig hier. Ja, auf jeden Fall, wir haben einen Salon, jetzt ein Tattoo-Salon-Studio, was auch immer. Werden ein bisschen dann ihn umstylen nächste Mal. Dann halt gucken, dass wir ein paar Sachen, Fähigkeiten, Gitarre spielen, dass wir ein bisschen Geld verdienen wieder. Und vielleicht sogar 300, 3000 Mal verdienen. Dann gehen wir natürlich auf den Park da zum Sommerfest. Ja, warum nicht? Hey, wir haben gehört, dass du, was, du hast am Sommerfeiertag noch nichts für Liverpool-Party. Mittwoch, heute um 13 Uhr. Okay, das machen wir. Okay, das ist wunderbar. Und das Ganze mit der Party werden wir machen, und zwar nächste Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Arigatou gozaimasu, sayonara und bye bye.